Leute, also ich kann jetzt nämlich sagen Good Morning, weil ich mittlerweile schon am Flughafen sitze und jetzt Abend ist. Und ich habe jetzt gedacht, jetzt mache ich ein kleines, ja, nicht Q&A, aber so ähnlich halt, weil ich jetzt, weil der Flug 1,5 Stunden Verspätung hat. Gestern habe ich nichts gefilmt, weil es nichts Spektakuläres passiert. Und ja, viele haben jetzt gefragt, ja, wo warst du? Und kannst du mal auf einer Karte zeigen, wo jetzt überall warst? Also am ersten Tag, wo ich ankomme, klar Flughafen in Den Passar und dann gleich nebendran ist Kuta. Da war ich dann ein paar Nächte und dann ist meine Reise weiter nördlich hochgegangen nach Ubud. In Ubud bin ich dann ein paar Tage gewesen und habe hier auf der Route, wie ich euch jetzt hier zeige, den Norden erkundet und ja, da habe ich dann auch an der Reisterrasse mit meinem Kumpel Bello getroffen und dann ging es weiter für mich nach von Ubud nach Sanur. In Sanur ging dann das Speedboat nach Nusa Lembongan, die kleine Insel hier, und ja, dann von Lembongan wieder zurück nach Sanur. Da hat mich dann der Bello abgeholt und dann sind wir ganz über den Norden nach Java gefahren und in Java, also bis ganz an den nördlichen Zipfel, nordwestlichen Zipfel von Bali nach Gilimanuk, von Gilimanuk mit der Fähre dann nach Katapang und von Katapang dann auf den Hien hoch. Dann am nächsten Tag wieder die Route zurück und dann bin ich nach Seminyak, zu hier nach Ubud und von Ubud dann am nächsten Tag nach Seminyak. Und in Seminyak haben wir dann eine Tour gemacht, runter bis ganz in Süden, Uluwatu und wieder ein Stück drüber nach Tanalot. Und ja, da war ich jetzt nur die paar Tage und jetzt geht's weiter ins nächste Land. Und ja, genau, wenn ihr noch Fragen habt irgendwie über irgendwas, könnt ihr mir gerne in Kommentare schreiben oder schickt mir eine WhatsApp. Und ja.